Radisson, der braune Hengst des Jahres 2011, der Sohn des Rock Forever aus der Fontania von Sevigliano Grundstein 1. An diesem Hengst ging auch bei der großen Hengstvorstellung des Hauses Böckmann kein Weg vorbei. Ein besonders gelungener Auftritt des Radisson unter Andreas Senge. Auch dieser jetzt 2011 gezogene, mittlerweile gerade fünfjährig gewordene Spitzennorm-Sohn aus dem Hause Meier hat einen brillanten Ausbildungsgrad mittlerweile erreicht. Und Andreas lässt ihn so richtig auf uns wirken. Und dieser Stamm, na, der Fontana, meine Damen und Herren, da kommt nachher in der Grundstein 1 eine auch ein profitabler Mutterstein Furioso 2. Ehedem zu Hause bei der Familie Eilmann in Krautsand. Da hat dann Rudi über Georg die Stute her. Und die Halbschwester der Fontania, meine Damen und Herren, die Stute von Tirel hat mit der Silvio 1 die beiden Contender-Söhne Converter 1 und 2 hervorgebracht, unter anderem. Um das nur mal so zu erklären. Also ein knallharter Leistungsstamm. Ja, ein hypermoderner Oldenburger, meine Damen und Herren, ein Landeschampion der Dressur. War auch schon als junger Hengst vorne an mit im Klassement der Materialspitzen. Andreas Senge und Radisson, meine Damen und Herren. Ein großartiges Tanzpaar, dem die Zukunft auch ganz, ganz weit offen steht. Jeder Hengst für sich, meine Damen und Herren, seid euch dessen gewiss, macht heute Abend für euch alle ein sehr profitables, fantastisches Bild. Das ist nicht selbstverständlich, aber hier ein Turnierpaar mit großartigen Erfolgen aus dem Nachwuchssport. So soll es weitergehen. Sehr gut, Andreas und Radisson. Dankeschön. Einen züchterisch begeisternden Vererbungsbeweis für Radisson lieferte diese junge Jährlingsstute von Radisson, seiner Mutter von De Niro Akzent 2 ab. Leichtfüßig, balletös und mit echten Maximalbewegungen ausgestattet, überzeugte die junge Dame die Züchter in Vechta. Mit einem glatten sehr gut für den Galopp und den Gesamteindruck, einem gut plus für den Trab und die Durchlässigkeit und einem gut für den Schritt war Radisson 2015 die Krone im Oldenburger Landeschampionat der vierjährigen Dressurpferde nicht zu nehmen. Bereits in seiner ersten Turniersaison siegte und platzierte sich der Reservesieger der Oldenburger Sattelkörung in Reitpferdeprüfung und überzeugte auch bei seinem 30-Tage-Test in Schliekau in allen Belangen. Die Fremdreiter bewerteten schon damals den hochtalentierten Dressur-Youngster mit der Traumnote 10,0.
Andreas Senge und Radisson. Im Zuchtjahr 2016 begeisterten die beiden vor allen Dingen durch ihre Konstanz. Sehen Sie hier den vielbeachteten Auftritt bei der großen Hengstvorstellung des K&K Cups Anfang des Jahres in Münster.